ein grünes Tuch dabei? Hast du ein grünes Tuch dabei? Ach, warte mal, ich habe hier einen grünen Beutel. Und weißt du, warum dieser Beutel grün ist? Da ist ein grünes Tuch drin. Würdest du mir ganz kurz das grüne Tuch rausholen? Zeig's mal den Kindern, hol's einmal mal raus. So, der Beutel ist natürlich von innen. Gelb! Nee, das ist grün. Das ist von innen und von außen grün. Und da ist doch immer mein... Wo kommt denn das her? War das da drin? Jetzt habe ich das verkehrte Tuch eingepackt. Warte mal ganz kurz. Ach, das ist kein Problem. Wir zaubern einfach mal aus diesem gelben Tuch ein grünes, dann können wir weitermachen, okay? Hokus pokus fidibus, dreimal schwarzer Kat. So, glaubt ihr, dass meine Assistentin zaubern kann? Wollen wir mal nachschauen? Langst du mal bitte rein? Wow! Und einen riesen Applaus für meine Zauberassistentin! Und um dieses Seil hier durchzuschneiden, brauche ich eine Schere, richtig. So, also ich nehme eine Schere und schneide dieses Seil genau hier in der Mitte durch. Seht ihr das? Und wenn wir ein Seil in der Mitte durchschneiden, dreimal schwarzer Kater. So, ist der Knoten immer noch in der Hand oder ist er schon weg? Wo ist denn der Knoten jetzt? Aber ihr habt doch die ganze Zeit auf den Knoten aufgepasst, oder? Ah, Moment, der hat jetzt einen roten Faden. Darf ich mal ganz kurz, jetzt ziehen wir. Ach, guck mal. Da ist der Knoten, den schenke ich ihm. Und einen riesen Applaus für meinen Zauberassistenten und für meinen Kontrolleur. Vielen Dank. Na, Kinder, immer noch sicher, dass es keine echten Zauberer gibt? Dann passt mal auf, was jetzt noch alles passiert. Würdest du mal ganz vorsichtig gegen die Glasscheibe kurz klopfen? Wir lassen auch mal einen Erwachsenen klopfen. Würden Sie mal ganz kurz drauf klopfen? Auf die Rückseite? Auch nicht drin. Normales Glas? So, würdest du mal schauen, ob das möglich ist, durch dieses Glas durchzufassen? Versuch mal durchzulangen. Andere Seite. Katharina, ich habe hier ein kleines Brett und zwei Stühle. Ich möchte jetzt einfach nur, sobald die Musik angeht, du darfst auf den Stuhl gehen, darfst dich dann hier auf dieses Brett setzen, okay? Passiert nichts, musst dir keine Angst haben.